Ja, zu später Stunde ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz nach diesem Heimspiel der Schanzer FC Ingolstadt gegen die Würzburger Kickers. Am Ende ein 3:0 Heimsieg für den FCI. Ich begrüße die beiden Trainer hier vorne recht herzlich. Herr Schiele, zunächst gebührt Ihnen das erste Statement. Wie haben Sie das Spiel gesehen, bitte? Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch, Chef, dir und dem FC Ingolstadt zum letzten, nicht dann auch verdienten Sieg. Ich denke, man hat gesehen, wer dann 7 Punkte hat, wer 3 Punkte hat, wer mit erhobener Brust reingeht in das Spiel. Wir haben schon sehr ängstlich gespielt. Wir haben sehr viele Ballverluste dann auch gehabt, wo wir die Ballgewinne hatten, sind sie gleich wieder weggegangen. Und so nach gleich 30 Minuten, da waren wir ein bisschen besser im Spiel, haben auch noch vorne mal gespielt, haben wir so eine Druckphase, war es nicht, aber zumindest mal eine Ballbesitzphase dann auch gehabt, wo wir auch zu so einer leichten Chance dann gekommen sind. Und trotzdem muss ich sagen, haben wir bis dahin auch das Tor sauber gehalten. Wir hatten den Gegner eingeladen dann auch zu 2, 3 Chancen, wo dann auch nicht richtig aufs Tor gekommen sind. Aber ja, auch da das Matchglück gehabt, sage ich mal. In der zweiten Halbzeit ist dann bitter, dass wir dann auch 3 Tore bekommen. Wir hatten Spielkontrolle haben wir nicht gehabt, aber wir haben besser Fußball gespielt auf jeden Fall. Ohne dass wir richtig zwingend geworden sind, dann auch, dass wir Torchancen rausgespielt haben. Einmal haben die zwei Innenverteidiger nicht schlechte Absprache gehabt, dann wurde es mal gefährlich. Und ja, wie das 1-0 dann passiert, natürlich, wir wollen Fußball spielen, ja. Wir haben dann einen Ballverlust, darf nicht so passieren, aber wie es dann auch so ist, dass wir dann das Tor dann auch abgefälscht reinbekommen, passt gerade zu der Situation. Und der Handelfmeter, wenn wir die Bilder dann wahrscheinlich nochmal angucken, dann alle im Stadion, weiß nicht, wie viele dann, vielleicht viele FCI-Fans würden ihn pfeifen, aber sonst nicht mehr auch viele. Und das Dritte dann, oder vor dem 2-0 war es ja auch so, dass wir noch eine riesen Chance hatten, wo wir noch klar ein bisschen mit dem Stollen dran waren, wo wir gut von rechts reingespielt haben, aber ja, hat dann gefehlt, 2, 3, 4, 5 Zentimeter, vielleicht dann 1-1, ein bisschen Glück dann auch. Trotzdem darf man keine 3 Tore bekommen und letztendlich sehr, sehr bitter aufgrund dann ab der 30. Minute. Musste auch vielleicht mal ganz, ganz glücklich einen Punkt mitnehmen. Danke. Vielen Dank, Herr Schiele. Damit das Wort an dich, Jeff. Heimsieg für den FCI. Wie hast du es gesehen, bitte? Ja, natürlich sehr zufrieden jetzt nach den 4 Spielen, 10 Punkte. Vor allem nach der intensiven Woche jetzt mit Auswärtsspielen Kaiserslautern. Wir waren Mittwoch. Morgen um 3 Uhr ungefähr waren wir hier. Die Jungs waren richtig, richtig müde. Und dass sie dann heute nochmal so eine Leistung abrufen können, das zeigt doch von großer Moral. Ja, wir hatten das Spiel gut im Griff, vor allem die erste halbe Stunde. Können 1, 2 Tore schießen oder müssen, wo wir einfach das Tor nicht treffen. Und dann hat Würzburg eine gute Phase gehabt. Gute Ballbesitzphasen, auch 1, 2 gefährliche Aktionen gehabt, wo wir ein bisschen Faden verloren haben. Zur Pause, ja, war dann unser Ziel, uns wieder zu stabilisieren, vor allem die Null zu behalten, und wir haben gewusst, dass wir offensiv immer wieder unsere Chancen bekommen können. So ist dann auch gekommen. Ich denke, der Sieg verdient. Wir konnten heute von der Bank extrem gut nachlegen. Wenn man Thaler mal gesehen hat, das war sein erster Einsatz heute. Ich fand ihn überragend, die halbe Stunde. Dann Kanica kam gut rein, Fatih kam gut rein. Und das ist natürlich, wenn die Verletzten so zurückkommen, ja, ist das für uns extrem positiv. Und wenn wir immer so nachlegen können, ja, dann haben wir große Qualität. Und ja, ich denke, spezielles Kompliment nochmal auch an unseren Captain, an Kutsche, was der Junge leistet für die Mannschaft. Nicht nur im Ballbesitz, sondern auch gegen den Ball, finde ich überragend. Er ist der absolute Chef und er führt die Jungen und dann schießt er noch Tore dazu. Ja, für mich wirklich ein perfekter Captain. Vielen Dank, Chef. Damit gehen wir in die Fragerunde. Sofern es Fragen gibt, bitte ich jetzt um Handzeichen. Aber doch, das ist der Fall, tatsächlich. Mikrofon kommt. Michael, du hattest angekündigt, dass du ein paar Dinge verändern willst. Erstens, was hattest du dir von den Veränderungen in der Startelf versprochen? Zweitens, ist es eingetreten? Und noch eine dritte Frage hinterher. Patrick Breitkreuz musste verletzt raus. Wisst ihr, was er hat? Dann gehe ich gleich zu deiner dritten Frage. Ja, hat keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein schönes Ei unten dran, er ist gleich angeschwollen. Sonst weiß ich es auch noch nicht mehr. Muss man natürlich MRT irgendetwas machen. Die Veränderungen hast du gesehen, die waren da. Die haben auch gegriffen bis zu einer gewissen Zeit. Wir haben trotzdem Kutscher, das Schöne ist, Kutscher, wie du sagst, der Chef,
hat ein gutes Spiel gemacht, trotzdem musste dann auch, haben wir auch lange im Griff gehabt, mit seinen 2 Metern oder wie groß er auch dann ist, waren immer auch dran, aber hat dann immer auch der Körper gebracht, aber haben wir schon auch körperlich dagegen gehabt und von dem her kann man es nicht nur am Ergebnis festlegen, die Wechsel, wie du wahrscheinlich denkst, dass sie nicht gegriffen haben, von meiner Seite aus haben die, wo reingekommen sind, ein gutes Spiel gemacht. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen zum Spiel? Da das nicht der Fall ist, bedanke ich mich für Ihren Besuch. Kurzer Blick nach vorne noch. Ja, geht intensiv weiter, wenn auch nicht in der Liga, im Pokal zumindest. Am Dienstag 18:30 die Schanzer bei der SG Burgwalbach, Würzburg beim SV Mosbach zu Gast im Toto-Pokal und dann DFB-Pokal-Wochenende. Würzburg empfängt die TSG Hoffenheim am Samstag um 18:30 und in Ingolstadt große Fußballwochen. Wir haben den Club zu Gast am Freitagabend um 20:45 und Sonntag, auch das wollen wir nicht unerwähnt lassen, spielt der VfB Eichstätt hier im Audi Sportpark gegen Hertha BSC Berlin. Unseren Gästen eine gute Einfahrt, gute Heimfahrt und Einfahrt zu Hause. Dem Patrick auch von unserer Seite gute Besserung an der Stelle. Hoffentlich, dass nichts Wildes ist. Und dann bis zum nächsten Mal im Audi Sportpark. Schönen Abend.